Mucki, es schaut so aus, wie wenn du deine Leidensgeschichte hinter dir hast, oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat jetzt alles sein Ende gefunden und ich bin jetzt wieder froh, am Platz zu sein und mit der Mannschaft voll mittrainieren zu können. Und jetzt warte ich hier schon, also jetzt auf jeden Fall, die Woche oder nächste Woche wird dann auch mein erstes Testspiel stattfinden. Und so findet ihr alles wieder rein und ich fühle mich im Training super wohl, frisch, spritzig, also nichts verlernt, wie es aussieht. Und das ist mir auch so wichtig geblieben. Und ich fühle mich teilweise sogar fitter als davor, weil ich viel im athletischen Bereich gearbeitet habe und mich dort einfach muskulär wirklich so entwickelt habe, dass ich mich wirklich stark fühle. Und ich freue mich jetzt einfach nur mehr wieder hier im Stadion auflaufen zu können vor den ganzen Fans. Ein bisschen Stimmung hier miterleben zu dürfen am Platz und nicht mehr neben dem Platz. Und ich hoffe, das wird wieder eine geile Saison. Hast du auf dem Weg irgendwann einmal einen Rückschlag gehabt? Eigentlich nicht. Also es sind die 9 Monate sind sogar jetzt sind ohne Rückschläge verlaufen. Also es ging mir nach von Tag zu Tag besser. Sicher gab es vielleicht ein paar Tage, wo sie vielleicht im Schädel mal ein bisschen, wo du wieder satt warst, in der Kraftkammer zu sein. Aber da musst du einfach durch und am Ende machst du das ja eh nur für dich. Und das habe ich mir ans Herz genommen und mit der Einstellung bin ich auch immer in die Arbeit gegangen. Welche Erwartungen hast du an dich selber? Ja, Erwartungen. Ich habe mir eigentlich gar keine Erwartungen jetzt mehr gesetzt. Mein Ziel ist jetzt eigentlich nur mehr gesund zu bleiben. Und wenn ich gesund bin, weiß ich, kann ich der Mannschaft helfen. Und das ist eigentlich mein Ziel nur mehr. Und der Rest wird dann von alleine kommen, durch die Spieler, durch die Dings. Also da mache ich mir keine Sorgen.